Hallo Thilo. Hallo Ivo. Du, es gibt ja immer wieder so Momente in so einer großen Stadt, wo dann so ein bisschen die Aggression hochkommt. Bei mir sind es die ganzen Touristen. Oh ja, hör bloß auf mit den ganzen Touristen. So, Thilo, Jahresrückblick. Ja. Ja, hallo Ivo. Ja, hallo Thilo, ne? Ja. Hast du denn schon eine Idee? Was wir machen am Donnerstag? Du wohnst ja auch total zentral. Ja, wenn ich im Bus einsteige, dann verstehen die mich immer alle gar nicht. Oder wenn ich um die Straße gehe und frage, wo komme ich hier nochmal zum Supermarkt? Die Leute wollen ja immer Emotionen. Was war denn gefühlsmäßig für dich 2011 wichtig? Da kommt erstmal nichts. Ja, ich frage mich, ob die alle nicht zurückgefunden haben, alle kein Geld mehr für den Rückflug hatten oder ob die schon wieder da sind, Weihnachtsferien. Ja. In Spanien ist es ja viel wärmer, ich weiß gar nicht wieso. Bei mir war es ganz viel passiert emotional. Also ich habe Anfang 2011 habe ich meine Wohnung untervermietet an zwei Österreicher, so über 2 Monate. Und das war so ein Pauschalpreis, da war alles inklusive, ja, Strom, Telefon, Gas, Internet. Und jetzt habe ich hier kurz vor Ende, also Dezember, habe ich die Stromabrechnung bekommen, 350 Euro Nachzahlung. Das tat ganz doll weh. Zuerst fand ich die total nett, total süß, die beiden, aber die haben offenbar dauerhaft über 2 Monate das Licht angelassen und die Tiefkühltruhe auf höchste Stufe oder was. Jedenfalls, das ging tief rein. Und da hilft eigentlich nur, wenn man nicht dann jeden Tag, wenn man auf die Straße geht, wenn man dann nicht in Aggression versinken will, hilft dann Entspannung, oder? Ja, das ist genau das, was mir mein Therapeut auch geraten hat. Beide singen, also sowohl du bist am Klavier singen, als auch ich mit meinem Handy. Das haben wir uns vorgenommen. Ja. Und Lieder sind doch eigentlich emotional. Also da muss doch bei dir auch gefühlsmäßig irgendwas sein. Natürlich, ja, das war viel. Also ich hatte große Angst vor Gurken in diesem Jahr und Tomaten, diese Keimsache, Ehek. Genau. Darüber habe ich auch ein Lied geschrieben. Die Rache der Vitamine heißt es. Also, willst du das mal anstimmen? Dann kann ich mich auch so ein bisschen schon darauf vorbereiten. Ja, ich versuche es, ist ja immer schwierig. So, ich bin ja kein großer Sänger und dann auch noch ohne Klavierbegleitung. Mal gucken. Mein Keim, dein Keim, unser Keim, alles Keim. Keime sind für alle da. Ehek, hek, jo heißer Sa. Mein Keim. Willst du nicht dazu tanzen? Also, wir hören ja gerade hier unsere gemeinsame Entspannungsmucke. Wir bräuchten eigentlich nur noch ein Mantra oder eine positive Suggestion. Ja, das wäre schön. Mein Keim, dein Keim, unser Keim, alles Keim. Keime sind für alle da. Ehek, hek, jo heißer Sa. Ich komme mir direkt zum ersten Mal beim Video machen so ein bisschen blöd vor. Also wenn wir uns jetzt Touristen vielleicht als Blüten vorstellen. Mein Keim, dein Keim, unser Keim, alles Keim. Keime sind für alle da, ehek, hek, jo heißer Sa. Wir schwimmen durch ein Meer von Blüten. Wir schwimmen durch ein Meer von Blüten. Alles ist wunderbar. Also am Donnerstag. Am Donnerstag, den 5. Januar um 20.30 Uhr in der Z-Bar. Genau, in der Z-Bar, in der Bergstraße. Und der Eintritt kostet 5 Euro. Das ist ja billig. Ja. Dafür wird aber auch eine Menge geboten. Also wie gesagt, sowohl Thilo wird singen als auch ich. Wir werden tanzen, lesen, diverse heitere Späße machen. Der Thilo steht auch schon wieder jetzt ganz spaßig im Profil da. Guck mal, da ist die Kamera, da musst du hingucken. So, jetzt bräuchten wir noch eine Pointe.